Hallo, ich heiße Claudia und stelle im Piano-Tutorial-Kanal den zweiten Teil des Der rechten Hand in der D-Position. Die Melodie beginnt mit einem Quartsprung in die Tonika C. Damit legt er den Grundstein für die Doppelgriffe, welche als Grundtöne der Hauptfunktionsstufen Tonika und Dominante mit einer Ausnahme H zur Begleitung dienen. Eine textlich-thematische Umwandlung von Sur le Pont d'Avignon wird hier Sirupbaum genannt. Die der Melodie eigene Tonraumerweiterung H wird als Dominant-Terz zur Begleitung genutzt. Das Thema in der F-Dur-Tonart bewältigen wir weiterhin in der engen Lage Position C. Das Leitmotiv wird gelegentlich von der linken Hand übernommen. Interessant ist die Sequenzierung dieses Motivs, weshalb ein zusätzliches Erhöhungszeichen zum Einsatz kommt. Das Schneeflockenthema besteht aus einer doppelten Artikulation, welche im Heft Fingerkraft mit Zusatzübungen trainiert werden kann. Mit dem Eichhörnchenthema gelangen wir nach G-Dur. Die rechte Handposition befindet sich wieder auf dem D. Finesse ist das Springen mit den langen Fingern zur tiefen und mittleren schwarzen Taste erhöhtes C. Sehr hübsche Herausforderung, die Linien gekrümmt darzustellen. Bei Beachtung der unten auf der Seite abgebildeten Handstellung gibt es technisch außer der G-Position der linken Hand keine weiteren Probleme. Ein netter didaktischer Einfall ist die Zuordnung unterschiedlicher Tiere zu den beiden Versetzungszeichen. Das englische Wort für Kreuz, sharp, passt gut zu einem gerissenen Fuchs. Besäße er keinen scharfen Instinkt, könnte er kaum eine Beute ergattern. Umgekehrt zeigt das kleine B ein beherztes Bäuchlein, womit eine gewisse Trägheit assoziiert wird. Die gleiche Melodie wird aus zwei Perspektiven aufgefasst, welche schließlich vermischt werden. Beim Kuckuck-Thema erscheint interessant, dass das Wort entbetont ist. Die linke Hand begleitet in der weiten C-Position. Beim Ponystück finden wir wieder eine fugal angelegte Zweistimmigkeit. Die linke Hand imitiert zeitversetzt das angesagte Motiv auf anderer Stufe. Im Übrigen werden die Grundtöne der Kadenz hinzugefügt. Bei der Beschreibung eines der Gründerväter seines Heimatlandes darf das Wort des Aristoteles gelten, Poesie von Wissenschaft zu unterscheiden. Herr Benjamin Franklin wird immerhin die Benennung der Plus- und Minuspole zugesprochen, wie auch die Erfindung des Blitzableiters. Nicht uninteressant, dass seine Karriere in Philadelphia begann, aus dem Griechischen übersetzt Freund der Brüder. Der Sterngucker ist für das Training des Dreiertaktes konzipiert. Wie man am unteren Schaukasten sieht, erhält jede erste Zählzeit einen Akzent. Überflüssig zu erwähnen, dass es keine weiteren Betonungen innerhalb dieser Metrik gibt. Damit fiel auch das Stichwort für die Unterscheidung von Notenlängen. Dieses lautet nicht Rhythmus und schon gar nicht Tempo, wie bei einigen Übersetzungen gesehen. Wenn man das lateinische Sprichwort divide et impera von seiner zynischen Konnotation befreit, könnte es intransitiv als Aufforderung eines guten Kosmopoliten zur Selbstbeherrschung umgemünzt werden. Leider bietet der Verfasser den Kunstgriff der Zählzeiten nicht an, sondern begibt sich mit dem Bild der Raserei auf Autobahnen selbst in die Tempokategorie. Glücklicherweise regelt die Viertelbegleitung im nächsten Stück die Metrik. Im Übrigen mag man Kinder für ihren Spaß an unkontrollierter Beschleunigung beglückwünschen. Die Regel, welche voraussehbares Verhalten von Zeitvektoren organisiert, heißt Agogik. Doch erstmal dürfen Spielarten der Dynamik in Form von Crescendo und Decrescendo zur Anwendung gebracht werden. Unser Spektrum erweitert sich um die weite Lageposition hohes G. Die linke Hand spielt Doppelgriffe der Hauptfunktionsstufen in Form von Terzen und Sekunden auf den nachrangigen Zählzeiten des Dreiertaktes. Das Schöne an einer musikalischen Phrase besteht darin, dass sie sich haptisch und akustisch einprägt. Wenn die Tonfolge schließlich im Hirn angekommen ist, kann man sich bereits auf das Gedächtnis verlassen. Der englische Ausdruck für auswendig spielen heißt play by heart. Wir würden es neutraler als spielen nach Gehör bezeichnen. Dieses angewandt führt auch zum Multitasking, der Fähigkeit, mehrere Prozesse gleichzeitig auszuführen.
Hier heißt es, die gespiegelte Figur mit überkreuzten Armen zu realisieren. In der gleichen hohen G-Position findet sich eine arpeggierte Begleitung mit einer Modulation in die Tonart der Dominante D-Dur. Nebenbei erfahren wir, was eine ionische Säule ist. Bei dem schlanken Baum mit den spitzen Blättern handelt es sich anscheinend um Lorbeer. Die Eule als Wahrzeichen des klassischen Athens darf insofern Erwähnung finden, als das Projekt des Autors bis 1945 dem Ende der klassischen Moderne abgeschlossen war. Wir werden auf das Prinzip der D-Dur-Tonleiter vorbereitet. Die diatonische Reihe besteht aus einer festen Folge von Ganz- und Halbtönen, welche sich in zwei Tetrakorden identisch wiederholen. Am Instrument wird die Folge der sieben Stammtöne mitsamt der Oktavierung des Grundtons durch den Daumen unter und den Finger über Satz realisiert. Bei der Titelgebung des Punktspiels zwischen einer Heimmannschaft und Gästen zählte offenbar der Vorsprung des Gastgebers, welcher wiederum in einer fugalen Figur verdeutlicht wird. Hier mit der zusätzlichen Verzögerung einer Zählzeit, welche gleichzeitig die Hauptzählzeit darstellt. Hier zur Einführung des Begriffes Bindebogen genutzt. Die Gastgeber sollten ihre Gäste wie Freunde behandeln, damit es zum Punkt Gleichstand kommt. Das folgende Stück in F-Dur wird zur Hälfte von geblockten Sekunden begleitet, wobei dieser Doppelgriff durch das Auflösungszeichen vor dem H zu einem schrillen Hub-Symbol mutiert. Auf spielerische Art und Weise lernen wir, dass die Fingersätze hier über den Noten für die rechte Hand, unterhalb der Noten aber für die linke Hand gelten. Als neues Intervall erscheint die geblockte Quarte. Die erste Tonart mit zwei Versetzungszeichen wird eingeführt. Über den Wellen war bestimmt jemand seekrank, denn hier lässt sich weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick für die linke oder rechte Hand eine bekannte Fingersatzregel entdecken. Im Diskant werden die Terzen auch beim Abtauchen in den Bassschlüssel von Daumen und Mittelfinger gespielt. Für die nächste Tonart mit zwei Vorzeichen gehen wir in die weite D-Position. Die Struktur wird von der Dudelsack- oder Bordunquinte bestimmt. Das folgende Stück besteht aus einem auf den Fünftonraum zusammengeschnittenen deutschen Volkslied, welches einen neuen Inhalt bekam. In G-Dur spielen wir die geblockten Akkorde von Tonika und Dominante mit hinzugefügter Septime. Die gleichen Akkorde bilden die Begleitung des Themas in D-Dur. Das Hubschrauberlied oktaviert das Thema in zwei Takten nach oben. Im Affen-Cha-Cha-Cha spreitet der rechte Daumen zum A. Anschließend drückt die Begleitung um eine Terz abwärts in die D-Position. Beim letzten Stück wird's mulmig. Beide Hände stehen im Tritonusverhältnis zueinander. Der Tonraum der linken Hand wird zur kleinen Sechste erweitert. Spezialität der Weltraumerkundung ist die chromatisch aufwärts gerückte Sekunde von Gis Ais nach A H. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie meinem Kanal mit einem Like treu. Bis zum nächsten Video. Grüßt Sie, Ihr Piano Tutorial.